Stoll Espresso präsentiert Ihnen die Becerra BZ10 SPM mit Doppelmanometer. Okay, hier sind wir jetzt, die neue Becerra BZ10, die Weiterentwicklung zur BZ07. Das ist eine sehr kleine, kompakte Zweikreismaschine, hier dargestellt mit einer Mazza Mini-Elektronik und dem Becerra Abklopfkasten. Die BZ10 ist wunderbar verarbeitet, hier mit Dampf und den Kipphebeln. Das Interessante dabei ist, wenn man den Kipphebel nach oben legt, dass man dann den Hebel arretieren kann. Das geht dann so. Und wenn man nur einen kurzen Dampfstoß machen will, drückt man einfach nach unten. Jetzt haben wir uns noch einen besonderen Gag einfallen lassen und die Seitenteile abmontiert. Wenn ich jetzt die Maschine drehe, kann man nämlich hier etwas ins Innere schauen. Zum einen hat man hier die Vibrationspumpe, die schwingungsgedämpft ist durch diese Gummis, deshalb auch die geringe Lautstärke. Hier in der Mitte sitzt der Kupferkessel, hier vorne dran ist ein Magnetventil, das die Zuleitung, die Wasserzuleitung vom Kessel zur Brühgruppe schaltet. Hier hinten sitzt ein Pressostat, das ist der Druckregler für den Kessel. Und jetzt drehe ich noch einmal alles um. Dazu nehme ich kurz die Mühle runter, drehe alles noch einmal um 180 Grad. Und hier kann man jetzt das zweite Magnetventil sehen, welches das Dreiwegeventil steuert, womit man dann den Differenzdruck an der Brühgruppe verstellen kann, wenn man es denn will. Wir empfehlen das nicht, weil es völlig unnötig ist, da nämlich bereits 12 Bar anliegen, was notwendig ist. Jetzt habe ich das kurz betätigt und der überschüssige Druck wird hier praktisch über den Bypass hier zurückgeleitet in den Wassertank. Wenn man jetzt auf 9 Bar reduzieren will, was einige sagen, dann fließt mehr Wasser zurück in den Wassertank, als in den Kessel geleitet wird. Denn bei Vibrationspumpen ist es wichtig, dass ungefähr 12 Bar Differenzdruck an der Brühgruppe anliegen. Bei Rotationspumpen wären das 9 Bar. Also das verwechseln viele und sagen viele falsch herum. Richtig ist die Werkseinstellung von Becerra. So, an der BZ10 demonstriere ich jetzt einen Espresso Macchiato. Dazu nehme ich wieder den Siebträger, drücke einmal an die Mühle. So, vorher sollte man die Mühle natürlich einschalten, was jetzt erfolgt ist. Jetzt warten wir, bis das alles fertig gemahlen ist. Parallel habe ich hier jetzt schon die Milch hergerichtet, die ich gleich aufschäumen werde. Jetzt gucke ich aber erstmal, ob die Menge reicht. Das ist ein wenig knapp. Ich tue noch ein bisschen nachmalen. Wieder mit der Nachmalfunktion. So, das reicht jetzt. Jetzt presse ich das Ganze wieder an. So wie man sieht, ist es jetzt ganz schön komprimiert auf ungefähr 75%. Jetzt spanne ich den Siebträger ein, sodass er zu mir zeigt. Und was mache ich jetzt? Jetzt betätige ich hier den Schalter. Und wie man sieht, obwohl jetzt das Gehäuse offen ist, ist das Ganze doch relativ leise, also erstaunlich leise, und das macht einfach diese Schwingungsdämpfung. Der Fluss fängt jetzt auch langsam an homogen zu laufen, also das passt. Auf Anhieb mit dem ersten Versuch, würde ich sagen, ist das Ergebnis schon mal sehr gut. Also ich bin begeistert. Parallel kann man jetzt hier natürlich auch aufschäumen. Das funktioniert wunderbar parallel. Einwandfrei. So, das passt. Wie man jetzt hier sieht, ist das eine wunderbare Crema. Also tipptopp, kann man überhaupt nicht mosern. So, parallel habe ich jetzt schön aufgeschäumt. Easy going ist das alles mit der Maschine. Sehr angenehm. Klein, aber fein. So, jetzt gebe ich hier ein bisschen was drauf. So, und schon habe ich hier mein Espresso Macchiato gezaubert. Also geht wirklich sehr schnell mit der BZ10 und sehr einfach.
Wichtig ist natürlich, dass man dann jetzt hier immer die Tassen entsprechend vorwärmt mit dem Heißwasser. So, weil wenn man das nicht macht, dann schmeckt der Espresso nicht, weil die ganze Wärme von Espresso in die Tasse geht. Das war's soweit. Super Maschine, alles prima. Stoll Espresso, Ihr Spezialist für Espresso- und Kaffeemaschinen.